Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Shiny Gold. Ich habe gerade mal auf unsere Ohren geguckt und ich sehe gerade, dass wir den ersten und zweiten haben und den vierten. Obwohl wir eigentlich eben den dritten Ohren geholt haben. Also, das ist jetzt gerade echt fraglich für mich. Aber vielleicht finden wir noch heraus, wieso das so ist. Wünschen würde ich mir es jedenfalls. So. Safcon ist vorne. Togepi ist Level 9. Jetzt Level 19, sondern Level 14. Oh, lassen wir es mal so. Oder machen wir mal weiter. Was willst du denn? So. Ein Pokémon hat sie, ein Vulpix. Naja. Safcon wird da keine Chance haben. Wir schicken mal Sandan in den Kampf. Und zwar mit der Attacke Kratzer. Oh, Brille, was soll denn der Scheiß? Ja, Togepi hat doch erst recht keine Chance. Ja, gut, dann wählen wir Tauxi aus. Boah. Das finde ich jetzt aber gar nicht nett. Ja, da wählen wir halt Fluffy. Kommen wir nicht schon wieder an mit Brille. Oh, Alter. Ey, ich flippe hier gleich aus. Das geht doch gar nicht. So. Donnerschock-Attacke. Und jetzt macht das viel kalt. Na, ja, geht doch. Da ist ja auch der Ruckzuck gibt nichts mehr. Bist du fällig. So. Ja, jedes Pokémon bekommt seine EP-Punkte. Waren ja auch so viele drin. Ach, machen wir gleich einen Doppelkampf hier. Ich hoffe doch zumindest, dass es ein Doppelkampf ist. Verdammt! Ich habe mich schon so gefreut. Ich habe mich richtig gefreut auf so einen Doppelkampf. Taubsen. Oh, Taubsen. Ist ja auch deine Sandattacke. Wirbelsturm. Oha. Das hat aber mächtig viel abgezogen. Ja. Na komm. Irgendwie konnte ich das noch schneller machen. Ah! Machen wir mal einen kleinen Speed hier. So. Normale Geschwindigkeit. Und? Na, immerhin Taubsi hat das nächste Level erreicht. Ja, wir wollen tauschen. Und zwar... Millie. Metapunkt. Er setzt Meryl ein. Gegen Meryl kontern wir mit Fluffy. Ja. Was? Aquaknarre. Dagegen setzen wir Donnerschock an. Mal sehen, welcher da gesteckt ist. Oha. Dass die das immer wieder versuchen müssen. Oh Mann. Und besiegt. Und Safcon erreicht Level 10. Und? Ja, entwickel dich. Ich werde mal jetzt nichts sagen. Gucken wir der schönen Entwicklung zu.
Und wir haben ein wunderschönes Smetbook. Congratulations! Your Metapod evolution into Butterfree. Und es nennt sogar Konfusion. Machen wir mal gleich den nächsten Tag. So. Ein Pokémon setzt sein und zwar Pikachu. Ach, dagegen hast du keine Chance. Und Pokémon. Sehr gut gegen Elektro-Pokémon. Ja, das funktioniert nicht, mein Lieber. Ja, setz ruhig deinen guten Schlag ein. Macht uns nichts. Und Doppelteam. Das könnte schon mal schwierig werden. Der Fluchtweg steigt. Oh, ich hasse diese Attacke. Richtig zum Trotz machen. Ja, richtig. Okay. Auch dann eine Reise Level 5. Sehr schön. So. Na komm. Wollen wir mal gegen dich kämpfen. Ja. Dann Konfusion. Ja, setzen wir mal die Konfusion ein. Nochmal Konfusion. Boah, unverwühlt. Boah. Ja, komm, einmal geht noch. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir einen Kampf gewonnen. Super, da wollen wir erstmal gleich wechseln. Und auch Togepi soll auf die näheren, auf die höheren Level kommen. Super. Ja, mit Togepi werden wir mal nicht kämpfen. Wir setzen Fluffy an. Blutsauger. Hübsche kleine Attacke. Aber ja. Mann, hab ich meine Pokémon sehr, sehr gut trainiert. Und auch Fluffy erreicht Level 16. Togepi erreicht Level 10. Camper Iron setzt Dicta ein. Gegen Dicta werden wir mal unser Smeppo in den Kampf schicken. Na, Level 14 mal gucken. Das mag ich nicht. Boah, aber sehr gut. Na komm, Smeppo, einmal schaffst du das noch. Sehr schön. Ich bin so stolz auf mein Smeppo. Camper Iron haben wir besiegt. Sehr schön. Mal sehen, ob wir gleich einen Doppelkampf hinkriegen. Oh. Ne, jetzt will ich gegen die anderen nachher den auch nicht mehr kämpfen. 2. Magma. Ganz schlecht mit Taubsi, mit Smeppo. Wir setzen Fluffy ein. Ja.
Donnerschock-Attacke, bitte. Oha! Oha! Ganz böses Foul. Ganz, ganz böses Foul. Tasche. Supertrank. Fluffy. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nein. Und nochmal Donnerschock. Oh, Feuerschlag. Und weil es so schön war, gib in die Kante. Ja, sehr schön. Erreicht Level 12. Magma will einsetzen. Wir setzen aber jetzt erstmal unser Togepi ein. Ja. Und wir gehen zurück auf Fluffy. Silberblick. Nein! Ah! Verbrennung! Finde ich gar nicht schön. Ja, setz ruhig einen Silberblick ein. Ja? Nee. Ist leider nichts geworden mit der Paralysierung. Ein Moment mal. So, jetzt kann es weitergehen. Fluffy ist leider draufgegangen. Und wir setzen nochmal Taubsi ein. Taubsi mit Rindstoß. Und besiegt. Wir haben jetzt einen Pokédollar, sehr gut. Den Tag haben wir heute. Das sehe ich leider hier nicht. Na, wer bist du? Who are you? Wer bist du? Who I am? Let you ask. Bla. Sein Name ist Art. Er ist ein Pokémon-Trainer. I'm not like any other trainer out there. I'm a Bug-Pokémon-Trainer. Was ist ein Bug-Pokémon-Trainer? Bugs are awesome, they are the best. Ja, keine Ahnung, was er von mir will. Auf jeden Fall will er ein Pokémon haben. Das finde ich allerdings nicht sehr schön. Da ich eigentlich mein Pokémon aufladen müsste, warum gehe ich schon wieder in die Hilfe? So. Jetzt muss ich doch erstmal kurz gucken, wie lange ich schon mal aufnehme. 13 Minuten. Ja. Das geht eigentlich. Okay. Ich bin paralysiert. Flutattacke, das sollte eigentlich. Na, hat noch nicht ganz gereicht. Einmal muss noch. So. 1500 haben wir bekommen. Aber was genau er von mir möchte, weiß ich immer noch nicht. So. Dann will ich erstmal hier aus diesem Nationalpark verschwinden. Na, wo ist er? Da. Nee. Heute haben wir Dienstag. Eigentlich hätte das Käfer-Sammelturnier da sein müssen.
Obwohl, ich kann ja nachher auch noch schauen, ob ich überhaupt die Realzeit eingesetzt habe. Aspetberry. Ich würde sagen, für diesen Part mache ich erstmal hier Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten dann wieder. Bis dann.